So, hallo, jetzt hätte er mich fast mal mit Brille gesehen. Hier, ne? Schaue ich jetzt nicht gleich viel schlauer aus. Hallo und herzlich willkommen auf dem etwas anderen Kartenlegekanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Wir schauen ja hier auf diesem Kanal immer mal so ein bisschen rein. Was ist denn da in der Liebe los? Bist du auf dem Holzweg? Hast du was nicht erkannt? Hast du was vergessen? Hast du an was nicht gedacht? Was ist mit ihm los? Ne? Vermisst er dich? Wie geht's ihm denn? Und genau das ist die Frage heute. Wie geht's ihm denn gerade so ohne dich? Ne? Weil ganz oft denkt man ja, dem geht's jetzt gut und er macht jetzt Party und ich sitze da und ich bin traurig und er meldet sich nicht. Aber das ist oftmals gar nicht der Fall, ne? Weil auch im Kopf des Mannes ja, sind auch andere Dinge als Hunger und Durst, sondern das sind auch ja, Gedanken rund um das Thema, hätte ich doch mal und wieso habe ich denn nicht? Na, und das schauen wir uns jetzt mal an in der Kollektivenergie. Wenn du Teil der Kollektivenergie bist, wirst du das fühlen und spüren. Na? Da wirst du schon merken, okay, da bin ich in Resonanz, das ist mein Thema. Kann sein, dass du es danach trotzdem nochmal für dich persönlich wissen möchtest. Egal worum es da geht in der Liebe, ich bin für alle Themen da, auch für die harten Fälle. Oder du sagst, na, bin ich leider nicht so in Resonanz gegangen, mein Thema ist anders, aber mir geht es auch nicht gut. Ja, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und dann würde ich sagen, es geht ja jetzt dann auch schon los. So, okay, da haben wir jetzt hier irgendwie, bist du geblendet, aber das macht gar nichts. Wir wollen mal schauen, wie geht's ihm denn ohne dich? Wir legen den Wunschpartner raus, wollen Energien rund um ihn haben, wollen Energien wissen, wo geht es für ihn jetzt gerade lang in seiner Energie. Was ist so das Thema bei ihm momentan? Vermisst er dich? Ärgert er sich vielleicht auch, dass er so war, wie er war oder dass er so ist, wie er ist? Das wollen wir jetzt mal anschauen. Und genau, hoppla. Siehst du, wie gut ich Karten mischen kann? Habe ich so gut gemacht. So, wir schauen mal, was ist los in seinen Gedanken? Wie geht's ihm denn ohne dich? So, und da schauen wir mal mit den ersten drei Karten. Wir bedienen uns heute ein bisschen mehr im Tarot-Deck. Und wir haben, ach ja, stäbige Legung, schaut euch das mal an. Ja, Page der Stäbe, na, da geht es doch tatsächlich auch schon um einen Aufbruch und um drum auf jemanden zuzugehen. Also vielleicht malt er sich in seiner Energie, da wo er jetzt in diesem Augenblick gerade ist, schon so ein bisschen was aus, so ungefähr. Okay, also da könnte man vielleicht noch mal was versuchen. Vielleicht könnte ich ja noch mal irgendwie auf sie zugehen. Wenn ich jetzt gerade die Energie reinbekomme von deinem Wunschpartner, auch mit den 8 Stäben, ja, da geht es auch darum, da darf etwas entstehen, da darf was sprießen, das ist neue Energie. Ja, da darf was entstehen. Und ja, auch mit dem Ritter der Stäbe, das ist ja auch so einer, der steht schon für Tatendrang und einen mutigen Schritt. Also ich kann dir sagen, dem brennt gerade der Hut. Na, also da brennt der Hut, da brennt der Baum, da ist Alarmstufe Rot bei ihm im Kopf und er denkt sich, oh mein Gott, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nichts tue, dann ist sie weg. Na, das ist natürlich auch mal eine tolle Energie, weil das strotzt ja hier nur so vor Tatendrang. Also, was auch immer passiert ist, in der Energie des Mannes, wenn er sich zurückgezogen hat oder ist es vorbei, macht es auch mal irgendwann Klick und er denkt sich, hä? Puh, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? In dem Zustand, in dem ich jetzt bin, vielleicht alleine, geht es mir ja auch nicht gut und mein Kopf dreht sich die ganze Zeit rund um dich. Na? Also da ist hier schon jede Menge Tatendrang zu sehen in seiner Energie, wo ich dir sagen kann, ja, da tut sich mal so einiges. Ja? Also ich glaube, er hat jetzt gerade in diesem Moment auch so ein bisschen Bammel und Angst. Dass es vielleicht schon zu spät sein könnte, hier nochmal was zu retten. Also, ja, ich sage ja, die Einsicht, die kommt immer etwas spät beim Mann. Das ist einfach so. Vielleicht brauchen wir Männer einfach immer so ein bisschen länger zum Denken. Das kann natürlich schon sein. Aber worum es hier natürlich auch nochmal geht, ja, das Thema in seinem Kopf, das Haus, die Basis, das Fundament. Und wenn man rückblickend dann auf eine, ja, Partnerschaft, auf ein Kennenlernen jetzt mit dir blickt, fällt einem dann tatsächlich auf oder ihm fällt hier gerade eben auf, okay,
Da war schon eine Basis da bei euch beiden. Na, man hat sich gut verstanden, man hat vielleicht gelacht, man hat Themen zusammen gehabt oder hat vielleicht auch sogar schon Sachen zusammen unternommen. Der Schmetterling, das ist so ein bisschen auch die Leichtigkeit, das ist das Loslassen, das Empfangen. Na, also es lief ja eigentlich ganz gut. Na, und dann fragst du dich jetzt wahrscheinlich, ja, hä? Wieso hat er sich denn dann zurückgezogen? Ganz oft das Thema, ich erzähle in meinen persönlichen Readings auch immer viel aus der Sicht des Mannes, wie der Mann deine jeweilige Situation wahrnehmen könnte oder wahrnimmt, weil ich schlichtweg einfach ein Mann bin und das auch die andere Seite mal nicht verstehen oder wahrnehmen kann oder dir mal mitteilen kann. Ja, bei Männern ist das dann vielleicht so oder so aufzunehmen, wie die sich verhalten, was die denken, was der wahre Grund ist. Also hier ist er ohne dich. Hier geht's, oh mein Gott, ich muss was tun. Ja, ich muss jetzt hier auf jeden Fall mal einen mutigen Schritt vor allem gehen. Das würde wahrscheinlich auch mit einer Entschuldigung zusammenhängen, dass er sagt, ich muss auch mal den Mut haben und mich entschuldigen. Ich tue mir schwer auf meinem Lebensweg, für den ich mich jetzt entschieden habe, ohne dich. Das Kreuz, die Last, die Belastung, die schwere Aufgabe, na? Der neue Lebensweg, der ihm mal so gar nicht gefällt, na? Wo er sagt, nee, also da, wo ich gedacht habe, dass ich hin will, will ich gar nicht sein. Ich will eigentlich wieder zurück. Ich weiß, ich muss was tun. Ich weiß, ich muss mich jetzt bemühen. Na, ich weiß, ich muss jetzt auf dich zugehen und vielleicht eine kleine Chance ergreifen, die da noch ist. Na? Also da ist ja also Tatendrang hoch 10 bei dem. Im Kopf ist es schon mal alles gut. Aber wir wollen ja auch noch mal schauen, was ist denn da im Herzen los? Da wollen wir natürlich auch noch mal reinschauen. Was denkt er denn da so, der Gute? Eins. Okay, da haben wir schon drei Karten und die schauen wir uns jetzt auch an. So, oh, noch ein Ritter und der Ritter der Schwerter. Das ist der Konflikt, den er mit, ja, das ist eine interessante Kombination. Der Ritter der Schwerter. Der will vorwärts gehen, der macht Attacke, der steht aber auch für einen Konflikt, jetzt in dem Fall vielleicht auch ein Konflikt mit sich selber, weil er da zwischen zwei Stühlen sitzt, also diese zwei Schwerter. Auch eine Karte, wo man unentschlossen ist, wo man nicht weiß, was man will, wenn man zwischen zwei Stühlen sitzt. Und das geht ihm ziemlich auf den Sack. Der geht sich gerade komplett selber auf die Nerven, weil er weiß, was er getan hat. Na? Es ist auch das Thema mit den Liebenden da bei euch. Vielleicht jetzt er natürlich in seiner Energie, da wo er jetzt gerade ist, sagt er, ich weiß, wir zwei passen zusammen, wir zwei gehören zusammen, und ich hasse mich selbst dafür, dass ich es irgendwie vermasselt habe. Weil die Liebenden, das ist eine Karte, da gehören zwei zusammen, aber es will irgendwie einfach nicht klappen, es will einfach nicht funktionieren. Na? Also ich kann dir schon sagen, ich weiß, wir gehören zusammen und ich hasse mich dafür, dass ich das alles zerstört habe. Das ist das Thema. Und natürlich der Kopf sagt, ja genau, jetzt denkt man aber schon wieder ganz viel nach, und zwar will ich jetzt wieder zurück. Also da ist schon mal auch im Herzen so ein bisschen das Thema da. Ich muss hier aus meinem eigenen Zustand mal raus, weil er mich selbst, ich kotze mich selber an. So. Schauen wir noch mal weiter, was man da ist. Vielleicht ist jetzt bei dir auch so ein bisschen Schadenfreude da. Was ist denn mit dir? Dass du sagst, ja, Kollege, selbst schuld, na? Und hier geht es auch, ja, vielleicht auch ein bisschen um seine eigene Heilung. Vielleicht hat er auch erkannt, dass er beeinflusst wurde, na, dass da irgendeine falsche Schlange war, die ihn da hingetrieben hat, wo er jetzt ist. Kann auch gut sein, dass die den Konflikt hier in ihm selbst ja jetzt hervorgerufen hat. Aber Schlange auch gerne mal die Heilung. Und der Vogel, das ist die Vogelperspektive. Ich schaue mir etwas von oben an und erkenne, oh mein Gott, ich muss dringend in die Heilung kommen, weil ich komme gerade gar nicht mit mir selber klar. Meine Gefühle, ja, fahren irgendwie Achterbahn, weil ich wo bin, wohin ich hin will und ich wohin will, wo ich nicht bin. Na, das ist das ganze Thema. So, was wir hier noch haben in den Energien, ja. Er hat auch keine Ahnung, wie er dir das mitteilen soll im Herzen. Er hat überlegt darüber nach, ja, der Fuchs ist ja ein schlaues Tier, aber der Fuchs, der muss schon auch mal überlegen, wie mache ich ihn das am geschicktesten. Ja? Der schaut nämlich hier auf den Brief. Das ist die Botschaft, die Nachricht, die Kommunikation zwischen euch beiden. Das heißt, da ist schon im Herzen so ein bisschen der Wille und die Sehnsucht da, sich mal in Bezug auf einen Neubeginn bei dir zu melden. Da haben wir ja den Brief.
Das ist das Mal melden. Worum geht es im Brief? Das Kind, nein, er will dich jetzt nicht schwängern, sondern das Kind ist der Neubeginn. Na, und der Fuchs, der da liegt, der sagt schon auch, na, mein lieber Kollege Schnürschuh, das musst du schon schlau anstellen. Ne? Das riecht er schon fast nach einer Entschuldigung. Ne? Also da darf er sich auch mal entschuldigen, weil wenn er dich hat sitzen lassen, wenn er dich traurig gemacht hat, na, wenn er dich in die Sehnsucht gebracht hat, dann ist da mal auf jeden Fall eine Entschuldigung fällig. Na? Also große Überschrift, es tut mir leid, ich will dich zurück. Bis jetzt auf jeden Fall sieht man da mal, was hier los ist bei dem in den Energien. Spannendst, spannendst. Also ist ja ganz oft so, ich habe es ja auch in vielen persönlichen Readings, da gibt es bei mir ja eh immer die schonungslose Wahrheit. Also du bezahlst ja bei mir nicht für eine Märchenstunde. Aber ich sehe da schon auch oft, dass diese Reue und das Bereuen, na, sehr groß ist, ganz, ganz oft in der Energie beim Mann, der sich da zurückgezogen hat. Ja, also gibt viele Männer, die sagen dann, ja, ach, na ja, ne, jetzt gehe ich da mal durch das Tal des Schmerzes durch, es wird schon irgendwann mal wieder besser. Es gibt aber auch Männer, die sagen, okay, ich weiß, ich habe es total vermasselt, ja, ich will mich bei dir melden, ich hasse mich auch dafür, was ich hier alles angerichtet habe. Ich weiß auch, dass wir zusammengehören. Ich muss jetzt mal irgendwas tun. Und Männer melden sich dann meistens auch auf eine komplett dämliche Art und Weise. Ne? Das kann vielleicht ein schöner Gruß über einen Kumpel sein. Das kann ein Herzchen auf einem Instagram-Post sein. Ne? Das kann auch sein, dass er dich einfach mal entblockt, weil er weiß, du guckst und denkt dann, naja, wenn ich sie jetzt entblocke, dann meldet sie sich schon wieder. Aber wenn er was von dir will, dann soll er sich bei dir melden, wie ein Mann. Und dann soll er dir auch sagen, wie ein Mann, was passiert ist, dass es ihm leid tut und dass vielleicht hier nochmal sich unterhalten werden kann, ob es denn nicht noch einen Weg für euch gibt. Ganz wichtig, ne, dass er bei dir nach Hause kommt und alles ist, wie es vorher war. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine schöne Partnerschaft. Wir wollen keine anstrengende Partnerschaft. So. Dann wollen wir noch mal weiterschauen, was gibt's da? Okay, da haben wir ja schon mal die vier Stäbe. Das ist so ein bisschen eine Glückskarte im Deck. Wunderschöne Karte auch. Geht es auch um Zusammenkunft, ja, dass man hier wieder eher zusammenkommt vielleicht. Du siehst ja, die beiden tanzen da unter dem Stock und Stab und weiß ich, was das ist, keine Ahnung, was soll das überhaupt sein? Äste, Blätter? Naja, auf jeden Fall geht es denen gut. Ja, Ass der Schwerter, ja, da geht es um eine Idee. Also ich glaube, er hat in der nächsten Zeit eine Idee, dass es da wieder vorwärts gehen kann, weil das ist tatsächlich die Karte hier, Ass der Schwerter, Erkenntnis, Idee, Entscheidung, ne, dass da auf jeden Fall was passiert. Denn hier kommt sie schon, die notwendige Veränderung. So, und das ist natürlich was Schönes, denn ich sehe, dass in der nächsten Zeit seine Energien sich auch rund um das Thema Zusammenkunft drehen, dass er eine Idee hat, sogar auch na, ausnahmsweise mal, wie das funktionieren kann, dass hier eine notwendige Veränderung stattfindet bei euch beiden. Also da sind schon mal gute Energien in den Tendenzen. Also haben wir mal wieder zum richtigen Zeitpunkt reingehorcht. Wie geht's dem denn eigentlich gerade so? Ohne dich. Tja, naja, also das sind zu viele, dann kommen die jetzt mal weg. So, wir wollen schauen, was gibt es da noch für Klärungskarten. Ich denke mal, es ist Zeit für einen Richtungswechsel. Die Uhr, ja immer so eine Karte, es ist etwas an der Zeit. Woran geht's? Woran geht's? Ja, es geht an dich, es geht aber auch um dich. Es geht hier ums Glücklichsein, es geht um die Zusammenkunft. Es geht auch um einen Richtungswechsel. Ich glaube, zumindest mal in seiner Energie, ist da das Thema Richtungswechsel. Also ich muss mich mal anders benehmen. Ich muss mich mal besser anstellen. Ich darf mich nicht immer anstellen wie der letzte Vollidiot. Ich muss ihr schon auch das geben, was sie mir gibt. Ja? Dass dieses hinter der Maske verstecken, ja, oder sich was vormachen, wenn er gedacht hat, er kann ohne dich besser leben, da hat er sich hinter der Maske versteckt. Und das darf zu Ende gehen.
weil wir haben hier eine Erkenntnis, ne, der Stern, das ist die Klarheit, das ist die Erkenntnis, die Fülle, die Wunscherfüllung, dass man ja erkannt hat, okay, ich habe ja hier mich komplett hinter einer Maske versteckt und ich habe auch die ganze Zeit irgendwie gedacht, ich ziehe mich jetzt mal zurück, dann wird es mir schon besser gehen, ne? Ohne dich ist mein Leben toll, ich bin Single, ich kann in die Bar, ich kann hier flirten, ich kann Ding, aber am Ende des Tages sitzt er dann doch abends alleine auf der Couch und wenn wir jetzt hier ganz präzise reingeschaut haben bei deinem Wunschpartner und wenn du das Video jetzt siehst, soll es auch jetzt für dich sein, kann ich dir sagen, da sprudeln 1000 Ideen durch seinen Kopf, wie kann ich denn hier nochmal was vorwärts bringen, dass ich mich wohlfühle, dass sie sich wohlfühlt, dass wir hier eine Idee haben, wie es besser weitergehen kann. Ich muss in die Heilung gehen, ja, ich habe einen Konflikt mit mir selber, weil ich wo bin, wo ich nicht sein will und wo sein will, wo ich nicht bin. Ich muss etwas ändern. Und von daher schaut es mir gut aus, wir haben gute Energien. Mein Gott, da sprudeln ja die Energien. Wenn du sagst, ja, kann ja sein, aber ich will es trotzdem mal für mich selber wissen, kein Thema, schreib mich einfach an. Meine Nummer ist immer im ersten Kommentar, eine Sprachnachricht, ein Text, ganz wie du willst. Ich freue mich auf deine Nachricht, freue mich, wenn ich dich auf deinem Weg unterstützen darf. Und von daher würde ich sagen, ja, bleibt lieb. Nee, ja genau, bleibt lieb, seid gesund zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!